Hallo, ich werde heute jetzt mal hier diese Ecke schließen und keine Ahnung, warum ich hier irgendwas anmelden muss, nur wegen irgendeinem Froschhausen hier. So, und dann bin ich auch ein bisschen nicht so gut gelaunt, weil ich musste diesen Monat wurden mir zwei Mieten abgezogen. Ich muss jetzt noch mal mit dem Sozialamt telefonieren, obwohl ich ja eigentlich gar nicht mehr irgendwie so viel Kontakte dahin haben wollte. Je weniger weniger Ärger man hat, desto besser. Und ich muss jetzt mal kurz gucken, wo ich den an Spachtel habe. Also muss ich mich beim Sozialamt wieder melden und fertig, Ende, aus dem Haus hier. Dann reden die natürlich im Bundespresseamt von Impfmitteln und beim ASB damals haben sie dann kartonweise Schuhcreme verteilt. Und sind der Meinung, das irgendwie in Einklang kriegen zu müssen. Und dann stinkt man wieder nach Schuhcreme und keine Ahnung, was für ein Problem die haben, aber wahrscheinlich wohl irgendwann am Ende dasselbe. Und das tröstet mich ungemein, da ich das irgendwie auch echt nicht abkann. Sie so mit Chemie und chemischen Produkten auf Menschen ballern. Aber das ist auch keine Allgemeingültigkeit. Da grüße ich jetzt mal Caroline, weil es mir persönlich ja irgendwie egal ist, ob Menschen sich schminken oder nicht. So. Ist ja auch jedem selber überlassen, nur mich da irgendwie in dieses Fahrwasser zu drängen. Nur weil sie irgendwie alle ein pseudo-egomanisches Problem haben, ist ja irgendwie auch ihre Sache, ne? Ja, so viel zu diesen ganzen Krebsen und nochmal rumkrebsen und nochmal rumkrebsen und ich muss ja jetzt eine Maske tragen wegen irgendeiner Vorbildfunktion, ehrlich. Während hinter diesen Wänden irgendwelche Rohre stecken, wo sie irgendwie immer durchballern. Also hier zum Beispiel. Oder die Kabel anders verlegt haben bis zu diesem Lichtschalter. Ja, wir glauben an einen Lichtschalter. Und irgendeiner fliegt dann wieder irgendwie so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ob das dann wirklich um maroden Wohnraum geht oder ob der nichts angemacht wurde. Ne? Bei mir sieht das auch total beschissen aus, ehrlich gesagt. Ich liebe Demotivation. Deswegen werde ich demotiviert jetzt arbeiten. Und eigentlich muss ich das überhaupt nicht anmelden, weil ich bin ja auch keine 3 Jahre alt. Ne? So.